Vielleicht haben Sie ein bisschen was verstanden. Man nennt das auch Kölsch. Und wir sind ja so weit von Köln nicht weg. Das waren Zeilen der kölschen Rockgruppe Bab, auf Deutsch Vater, ein altes Lied. Und so viel konnte man sicher verstehen. Wenn es werde sich lohne, dad, was meinst du wohl, wie ich dann werde, dad? Also auf Deutsch, wenn das Beten sich lohnen würde, dann... Was meinst du, was ich dann beten würde? Ja, sonst brauchen Sie nicht viel Verstand zu haben. Da geht es dann um, was man so alles bitten kann. Für die Krüppel vom Dom, überhaupt für das ganze Unrecht, was in der Welt ist. Und wir könnten die Liste beliebig fortsetzen. Beten. Ja, jeder kennt Anlässe so wie Sie. Und wir finden ja oft genug Anlässe, wobei es dann etwas sogar schon lächerlich wird. Jedes Mal, wenn ich ein Fußballspiel sehe und das sind zwei lateinamerikanische Mannschaften, dann bekreuzigen die sich ja vorher und bitten um den Sieg. Was soll der arme Livriot denn machen? Unentschieden ist auch immer schlecht. Also ich frage mich dann auch immer, warum machen die das? Ja, aber das sind eben andere Länder, andere Sitten, andere Gegebenheiten. Das ist eben so. Und unterschiedlicher und gegensätzlicher können Gebete ja oft nicht sein. Im Krieg beten beide Völker, die sich bekriegen, natürlich darum, dass sie möglichst siegen, möglichst ohne viele Tote. Und so geht es weiter und so geht es weiter. Und da kommt man und kann man natürlich schnell zu dem Schluss kommen, nee, das lohnt sich nicht, das Bede. Es lohnt sich nicht, so wie Bab das sagt, denn da kriegt ja doch nichts bei rum. Ja, machen wir uns mal ein paar Beispielen klar, wie absurd manche Sachen sind und trotzdem wiederum nicht absurd. Ein Kind in der Schule betet, hat schon wieder eine schlechte Note bekommen, dass es nächstes Mal besser wird. Eine Frau in einem Elendsviertel in Haiti betet zur gleichen Zeit rum, dass ihr Kind gesund wird und die vergangene Zeit ohne Folgen übersteht. Ein alter Mann im Krankenhaus in den letzten Atemzügen betet natürlich darum, dass Gott bei ihm bleibt und ihn nicht verlässt. Und eine Mutter, die ihren Sohn in Afghanistan hat, betet natürlich darum, dass er gesund zurückkommt aus diesem Einsatz. Und eine junge Frau betet vielleicht darum, dass ihre Liebe erhört wird. Wie auch immer. Die Liste kann man beliebig fortsetzen. Milliardenfach gehen Gebete an Gott. Milliardenfach. Und ob Sie ihn nun Yahweh, Gott oder wie sonst auch immer nennen, von mir aus auch Buddha, das ist im Prinzip egal. Die Leute beten. Warum beten die, wenn doch alles keinen Sinn hat? Ja, da fragt man sich als Mensch natürlich, wie kriegt der liebe Gott das eigentlich hin? Das kann doch ja nicht gehen. Milliarden Gebete. Unterschiedlichster Art sind die Gebete. Und alle sollen erfüllt werden. Denn wir beten ja nicht nur, damit wir gehört werden. Wir wollen ja auch, dass wir erhört werden. Diese Vorsilbe ist schon wichtig. Ich sage mal so, ich vertraue dem lieben Gott, um es mal mit Hüsch zu sagen. Und er sagt im Jesaja 55, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr, sondern so viel der Himmel höher ist, denn die Erde sind auch meine Wege höher, denn eure Wege und meine Gedanken, denn eure Gedanken. Ja, ich glaube, Gott ist schon da und er hört uns auch. Ob er uns erhört, wie gesagt, eine andere Sache. Denn das soll ja nach unseren Vorstellungen gehen. Vielleicht liegt da auch, genau da in diesem Missverständnis, die Aussage des Bab-Liedes. Vielleicht liegt da, genau da, ein großer Teil der Gottlosigkeit, die man sieht. Man wünscht sich dieses und jenes und es passiert eben nicht.
Was liegt denn da näher, als zu sagen, na ja, das mit dem J, das ist ja doch nur alles die Rede. Entweder ist er überhaupt nicht da, oder er hört uns nicht, oder, das ist ja noch schlimmer, der will ja nichts mit uns zu tun haben. Der sitzt da oben auf seinem Thron und dann ist dem alles egal, was hier unten passiert. Ich meine, das ist falsch. Genau der Schluss ist falsch. Ich behaupte ganz einfach, Gott braucht unsere Gebete. Ja, ich lehne mich zum Fenster hinaus und sage, er braucht unsere Gebete ebenso, wie wir unsere Gebete zu ihm brauchen. Gut, Sie können natürlich sagen, na ja, wie will er das denn wissen? Lassen Sie mich das mal an einem kleinen Beispiel klar machen. Aus dem täglichen Leben. Sie wollen mit einem Menschen, den Sie lange nicht gesehen, gehört haben, aber Ihr Kopf sagt, Mensch, der ist doch noch da. Da wollen Sie mit in Kontakt kommen. Wie machen Sie das heute? Sie nehmen das Handy, tipp, 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 WhatsApp, Signal oder was auch immer Sie haben. Und dann tippen Sie rein, hey, schön, nach langer Zeit habe ich an dich gedacht, melde dich mal. Ist aber nur ein Häkchen dran. Oder dann auch zwei Häkchen, aber es kommt nichts zurück. Ja, sagen Sie, gut, vielleicht ist das nicht so die Art, wie er das gerne hätte. Hätte er gerne wahrscheinlich ein bisschen persönlicher. Ich rufe einfach mal an. Zack. Tüt, tüt, Anrufbeantworter. Sie sprechen Ihre Nachricht drauf. Ja, kommt aber nichts. Kommt nichts zurück. Ja, denken Sie, will der nicht? Ja, jetzt mache ich das aller Antikste. Analog. Ich schreibe einen Brief und den tue ich in Briefkasten. Machen Sie Brief geschrieben, kommt doch nicht zurück, aber es kommt keine Antwort. Da denken Sie, also, Sie sind hartnäckig. Nein, das lasse ich mir nicht bieten, jetzt fahre ich dahin. Ich weiß ja, wo der wohnt, ich fahre dahin. Sie fahren hin, kommen an, der Mensch ist nicht da. Sie treffen nur einen Nachbarn und der sagt, ja, klar, der wohnt hier. Der geht auch regelmäßig jeden Morgen aus dem Haus zur Arbeit, klar. Ja, was denken Sie denn dann nach all dem? Sie denken, tja, vergeblich, der will keinen Kontakt. Da kann man nichts machen. Tja, und so ist das wahrscheinlich auch mit Gott. Oft hören wir seine Antwort nicht, aber er ist doch da. Möglicherweise antwortet er sogar und wir sind, so wie ich jetzt, zu laut und bügeln über seine Stimme weg. Vielleicht haben Sie schon mal erlebt, wenn Sie ganz still irgendwo sitzen. Es gibt ja so etwas mit den Gebeten, da wird gesagt, nicht das laute Plappern ist wichtig, sondern das Stille in sich hineinhören. Vielleicht haben Sie das schon mal erlebt, dass Sie das Gefühl haben, hey, da ist ja was. Da kütt was. Der Psychologe würde sagen, ja klar, passiert all in deinem Kopf, kann man so sehen. Ich sehe es anders. Also, ich behaupte mal einfach, Gott ist da und er ist sicher nicht in einer, wie soll man sagen, Antwort-Bringschuld an die Geschöpfe. Sie wissen, seine Wege sind andere Wege, habe ich ja vorhin vorgelesen. Er braucht aber unsere Antwort, so behaupte ich, und wir brauchen seine Antwort. Dass Sie mit ihm sprechen, das braucht er, behaupte ich. Und Sie brauchen, ja, Sie brauchen das auch. Nur, um uns immer wieder an Gott zu erinnern und nicht ihn zu vergessen, deswegen ist das Gebet wichtig. Und deswegen dieser Text, den der Jan-Peter vorhin vorgelesen hat. Manchmal ist es schon wichtig, ermahnt zu werden. Das Wort ermahnen kommt ja aus der Pädagogik und ist so ein bisschen anrüchig. Ermahnen, das klingt so nach Bevormunden. Jetzt sage ich dir mal, was du tun musst. Ja, ist ja in gewisser Weise auch so gemeint. Und viele sagen dann, ich komme ganz gut alleine klar, ich brauche das all nicht. Und doch, oft sind es gerade die Menschen, die sich an Gott erinnern, wenn sie in Not sind. Meine Oma hat immer gesagt, Not lehrt beten. Ist was dran. Oder können Sie sich vorstellen, Sie sitzen im Flieger,
Der Captain sagt, tut uns leid, Leute, ich weiß nicht, ob er das dann sagt, aber wir stürzen ab. Wahrscheinlich sagt er das nicht, aber wie auch immer, sie merken es, sie gucken, oh, da unten ist das Meer, das kann nicht gut gehen. Wenn sie dann noch Zeit haben und Muße haben und sich umschauen, dann werden sie feststellen, da ist kaum einer in dem Flugzeug, der nicht betet. Selbst die abgebrühtesten Atheisten, die von sich sagen, oh, ist mir doch alles egal, beten. Ich weiß nicht, warum sie dann beten, weil sie an nichts glauben. Offensichtlich, aber könnte ja doch sein. Sie beten. Ja, mit dem Beten ist das schon so etwas, man braucht Übung. Man braucht Übung und es reicht nicht einfach mal zu sagen, so alle 5 Jahre, ich bete jetzt mal und der liebe J macht das dann schon und dann bete ich mal wieder 5 Jahre nicht. Nein, sie brauchen Übung, so wie ein Musiker, ein Konzertpianist, der sagt, wenn ich einen Tag nicht übe, merke ich das. Wenn ich 2 Tage nicht übe, merken es meine Freunde. Und wenn ich 3 Tage nicht übe, dann merkt es das Publikum. Und so ist es mit dem Beten ähnlich. Wenn ich einen Tag nicht bete, dann merkt es Gott. Bei 2 Tagen, da spüre ich das selber. Und bei 3 Tagen, da merkt es wahrscheinlich auch meine Umgebung. Was jetzt nicht heißen soll, Länge, Form und Sinn und Inhalt des Gebetes müssen vorgeschrieben sein. Nein, aber wir haben Gebete, auf die man sich auch dann berufen kann, wenn man mal richtig in Bedrängnis ist. Für mich ist das beispielsweise der Psalm 23, den ich jeden Tag mindestens einmal bete, aber nicht leiere, sondern ich versuche jeden Tag, jedem Absatz dieses Psalm 23 immer Gewicht zu geben. Es ist ein Psalm, der bei mir nicht im sinnlosen Runterleiern endet, sondern der mich richtig beruhigt. Sie kennen den Psalm 23, ich muss ihn jetzt nicht vorsprechen. Das Gebet ist für mich also ein Gespräch. Ein Gespräch, was auch im Persönlichen keinen Bereich des Lebens ausspart. Es geht um mich, aber es geht auch um das Wohlergehen der gesamten Welt. Und deswegen, finde ich, ist der Schluss von Bab falsch. Der Mensch betet, aber er kann nicht von Gott erwarten, dass das erfüllt wird, denn der liebe Gott ist keine Gebetserfüllungsmaschine. So nach dem Motto, ein Euro rein und dann muss aber auch was rauskommen. Das geht nicht. Zwar hat Jesus gesagt, bittet, so wird euch gegeben, suchet, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan. Aber Jesus hat keinesfalls gesagt, was uns gegeben wird. Das hat er nicht gesagt. Ein Mensch, der um Heilung seiner Krankheit bittet, der wird ja nicht automatisch gesund. Es könnte sein, dass er vielleicht eine andere Form von Antwort kriegt, dass er mit seinem Leiden so umgehen kann, und das ist vielfach bezeugt von Menschen, die krank sind und im Rollstuhl gelandet sind, dass sie fragen, wozu ist mir das passiert? Es bringt mich woanders hin, vielleicht nicht unbedingt da, wo ich hin will. Ich habe mir das anders vorgestellt in meinem Leben, aber es geht in einen Weg, wo ich dann sagen muss, es könnte ein Sinn darin sein, den ich vielleicht erst später entdecke. Und man wird, wenn man das bei anderen sieht, sicher auch nicht nur leidend, sondern mitleidend. Und Mitleid ist ganz sicher eine der positivsten Eigenschaften, so meine ich, die ein Mensch haben kann. Wir sind die Bittenden. Und wir sollten, wie gesagt, nicht missverstehen, ich bitte und dann kriege ich es auch, was heute teilweise bei vielen Jugendlichen zu einer Diskrepanz führt zwischen dem, wenn sie reich sind und dem, wenn sie arm sind, weil Güter alleine gesehen werden als das Glück des Lebens, was sie nun wirklich nicht sind. Wenn man älter ist, weiß man das. Wer betet, wird offen für Gott. Und wer offen ist für Gott, der bekommt Hoffnung. Und Mut. Der bekommt Mut für die Welt. Und der Briefschreiber hier legt uns das als Gemeinde ans Herz. Ja, für was können wir beten? Natürlich nicht für alle Milliarden Menschen auf der Erde. Das wird sicher so nicht gehen. Es gibt etwas, einen schönen Text, den ich ausgegraben habe vom Ollen Luther. Da geht es, in unserem Predigtext geht es ja darum, dass wir um die Könige und die Herrscher beten sollen dafür.
Heute haben wir nicht mehr so viele Könige. Herrscher haben wir noch genug. Wir nennen sie halt Politiker. Und für die sollen wir beten. Da komme ich dann ins Grübeln und auch ins Zweifeln. Und ich zitiere mal den alten Luther, was der gesagt hat. Und dann können Sie das ja mal auf die heutige Zeit übertragen. Luther hat gesagt, in der Sprache, die ich liebe, derb, soll man zulassen, dass lauter Flegel und Grobiane regieren. Da lasse man lieber doch gleich Säue und Wölfe zu Herren machen und über die setzen, die nicht darüber nachdenken wollen, wie sie von Menschen regiert werden. Ja, da muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und gerade dieser Luther hat über diese verwerfliche Vorteilsnahme dieser Spezies und auch über die Machtausübung weitergeschrieben, wie sie denken. Sie denken so, wir wollen jetzt regieren. Was geht es uns an, wie es denen gehen wird, die nach uns kommen? Und als Folgerung meint er dann richtig, nicht über Menschen, sondern über Säue und Hunde sollten solche Leute herrschen, die beim Regieren nichts mehr suchen als ihr Vorteil und ihre Ehre. Und er wischt mit einem Satz weg das Argument des knappen Geldes und sagt, liebe Herren, muss man jährlich so viel aufwenden für Kanonen, Wege, Stege, Dämme und unzählige solche Dinge mehr? Warum sollte man nicht viel mehr aufwenden für die bedürftige, arme Jugend? Wie aktuell. Da brauche ich doch ja nichts mehr zu sagen. Ich könnte die Predigt jetzt hier beenden. Summa summarum, gerade früher und auch heute sind oft eben aufgrund des persönlichen Egoismus Dinge wichtiger als das Wohl der Allgemeinheit. Und da braucht man ja nur in unsere Zeit zu gucken. Da gibt es genügend Beispiele dafür, wobei ich jetzt kein allgemeines Politiker-Bashing machen möchte. Das sicher nicht. Ja, aber so viel doch. Wenn man nur auf Rendite, nur auf die Börse schaut, dann ist es natürlich folgerichtig, dass man Arbeitsplätze abbaut, denn dann kriegt man andere Produktionsergebnisse, dass dahinter, hinter dem Arbeitsabbau das Schicksal von Familien steht und deren Kinder ist für Analysten und Börsianer nicht immer interessant. Denn es geht um Geld. Und da sind wir genau da, wo wir schon beim alten Israel waren, beim Tanz ums goldene Kalb. Das war nicht anders als heute auch. Denn der dämliche Spruch, Geld regiert die Welt, den brauche ich ja nicht zu erwähnen. Jetzt habe ich ihn erwähnt. Ich bin nicht blauäugig. Und ich weiß, dass ich durch reinen Appell die Dinge nicht ändern kann. Aber ich denke, sie nicht zu benennen, ist ein Fehler. Und man muss sie benennen in der Hoffnung, dass langfristig doch ein Umdenken erfolgt. Ein Umdenken dahin, dass man die Macht des Militärs möglicherweise begrenzt, um Hass zu bekämpfen und Terror zu begegnen. Darum können wir nur bitten und beten, denn wir können nicht mit Panzern gegen Panzer gehen. Das wäre ja auch völlig sinnlos. Gott will, dass wir diesen Weg des Friedens gehen und deshalb hat er uns zu Erdenverwaltern gemacht. Die Mönche der Benediktiner haben sich auf ihre Fahnen den Leitspruch geschrieben, ora et labora, bete und arbeite, in der Reihenfolge. Mit dem Arbeiten, das klappt schon ganz gut in Deutschland. Mit dem Beten, Und wenn die Mönche, denen man oft Weltfremdheit nachsagt, sich das auf die Fahnen geschrieben haben, dann sollte man sein Urteil vielleicht als Vorurteil revidieren. Für Ora, hatte ich schon gesagt, ist Übung nötig. Man kann für seine Familie und die Welt beten, für alles Mögliche. Aber man muss an die Macht des Gebetes, die Änderungsmacht des Gebetes in der eigenen Haltung und in der Haltung anderer glauben. Udo Lindenberg hat mal in einem Lied Gott, wenn es dich gibt, gesagt, gib mir die Power. Ich will dafür stehen, die Welt zu ändern. Das muss doch gehen. Ja, wir müssen ändern.
Wir können nicht auf den lieben Gott warten, der soll alles ändern. Wir müssen ändern. Dafür sind wir hier auf der Erde. Und wenn ich dann an Céline Dion denke, die das Lied geschrieben hat, Prayer, da heißt es, ich lese es zuerst mal auf Englisch und übersetze dann, I pray you'll be our eyes and watch us here where we go and help us to be wise in times when we don't know. Let this be our prayer when we lose our way. Lead us to the place, guide us with your grace to a place where we'll be safe. Ich bete, dass du uns mit deinen Augen sehen lässt und mit uns auf unserem Weg bist. Hilf uns, in Zeiten klug zu sein, wenn wir nicht wissen, wohin. Das soll unser Gebet sein, wenn wir unseren Weg verlieren. Führ uns zu einem Ort, führ uns mit deiner Gnade zu einem Ort, wo wir sicher sein werden. Wenn das Bete sich lohne dät, was meinst du wohl, wie ich dann bete dät? Das war der Ausgangspunkt. Ob sie jetzt gefestigter sind beim Beten als vorher, das weiß ich nicht. Aber ich bete drum. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als all unsere menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.